Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ja, nach unserer letzten schönen, gemütlichen Serie Big Ambitions habe ich gedacht, moderne und reich und Unternehmensführung, das ist mir zu modern. Da war doch mal ein Spiel, was rausgekommen ist, was einen relativen Hype hatte. Relativ, würde ich sagen. Männerlords. Ich habe es mir immer wieder angespielt, aber ich hatte ehrlich gesagt wenig Zeit dafür. Also habe ich gedacht, why not? Machen wir eine Serie drüber. Schau, was ich diesmal hinkriege. Ich bin sonst gleich 3 oder 4 Mal gestorben. Also es könnte eine sehr kurze Serie werden, aber es könnte auch vielleicht ein bisschen länger werden. Die erste Folge heute aufgrund von Zeitbeschränkungen wird ungeschnitten hochgeladen mit ca. denke ich mal 20 bis 30 Minuten. Einfach weil erste Zeit natürlich ein bisschen spannender ist. Aber in Zukunft wird das die erste Serie hier sein, die geschnitten wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das funktioniert. Zu mir selber sprechend. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wie gesagt, die anderen Serien bleiben aktuell so, wie sie sind. Im Project 2025 ist das, wie zum Beispiel jetzt hier schon drin verankert, dass eine Serie auf jeden Fall bis Anfang 2025 mindestens geschnitten laufen muss. Wir werden sehen, wie es euch vor allem taugt. Das bin ich, das ist das Wichtigste. Wenn ihr sagt, es taugt euch nicht, dann wird das eh wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde sagen, wir warten nicht lange, wir gehen direkt rein. Das war ein bisschen Prolog zu dem, was diese Serie jetzt grundsätzlich auch für mich heißt, denn es wird meine erste Serie auf diesem Kanal sein, die geschnitten wird. Und zwar dauerhaft, jede Folge, außer Nummer 1, einfach aus Zeitbeschränkungen, weil die erste Folge meistens eh ein bisschen mehr Story, mehr Beginns-Ding hat. Und wir werden versuchen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen anders zu spielen vielleicht auch. Also ich mag, wie gesagt, den Content ein bisschen für euch verbessern. Das Lustige ist, ich gucke immer nach da oben, weil da oben ist OBS und ihr seid hier. Und wenn ich immer nach da oben gucke, denke ich mir, warum schaue ich nicht in die Kamera? Ist klar wohl. Aber ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Na, ich brauche jetzt keinen Brennofen, Leute. So. Also von den Haaren her schaut er mir eher ähnlich aus, aber ich glaube vom restlichen Gesicht, warte mal. Schaut, bin ich dicker. Da kommt der besser an mich ran, oder? Ich bräuchte nur noch eine Glatze. Wo ist der Rasierer? Ja, dann wird das schon passen mit der dicken, mit dem fetten Gesicht. Na, nee. Ja, der schaut mir zu gläubig aus. Ja, der taugt mir auch. Ach komm, wir nehmen den dicken. Das ist jetzt Kahalat. Nehmen wir mal. Kahalat. Mit sehr viel... Kahalat. Ach, guck mal, ich könnte hier sogar was Eigenes hochladen, oder was? Interesting, okay. Wir werden jetzt mal ein bisschen was bauen. Gucken. Wow, okay. Kann ich da vier Sachen auswählen? Interessant. Ah, und du siehst sogar, welches es ist. Ich habe mich nie so mit den Waffen beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Obwohl, ich fände vielleicht das hier gar nicht schlecht. So mit 3... Ich bin halt einer von, ich habe ein Hauptlogo und dahinter das Design. Das ist bei mir zum Beispiel in Domination. Ah, das ist ja unten drunter. Ist ja blöd, wenn es unten drunter ist. Was lassen wir machen? Machen wir das da schon. Nope. Ach, guck mal, ich kann hier. Ach, warte mal, es gibt E-Patterns. Ach so. Ja, dann warte mal. So. Dann hätte ich gern so ein Orange. Also, du bist dann das andere Rot. Also, ich hätte gerne sowas zum Beispiel. Oder warte mal, wir machen ein grünes Pferd. Ich bin ja selber Reiter. Gibt es noch was Cooleres? Okay, was soll das heißen? Wir gehen bergab oder was? Eine Schnecke vorm Haus? Nee, brauche ich auch nicht unbedingt. Oh ja, das hat was.
Dann müsste ich jetzt aber die Farbe zum Beispiel ändern auf grün. Die Sache dazu ist ja, ich habe heute die dritte Folge von Staffel 2 Ringe der Macht geschaut. Oh Gott. Da, mein Hirn ist schon wieder ein Herr der Ringe drin. Das ist der Wahnsinn. Ich sag's euch. Ach, man kann hier die Kacheln einstellen. Winkel. Exemplare und Größe. Komm, das ist unser Wappen. Ich mag das. Ich mag das. Ich speichere mir das einfach mal so. Das passt nicht gleich dann gut auf unser Logo. Logo. Und ich muss aufpassen, dass mein Gesicht frei bleibt mit dem scheiß Mikrofon. Oh, ich bin doch gerade rot gewesen. Ups. Mikrofon tust du das nicht ab. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so laut ist, weil ich spiele die ganze Zeit am Schalter rum. Ich babbel schon wieder zu viel, ne? Ihr wollt was Action, ihr wollt Ding sehen. Wir spielen Wiederherstellung des Friedens, einfach weil ich so oft schon verkackt habe in meinem Leben. Und wir lassen alles mal hier Standard. Dann würde ich sagen, let's go! Das Bild ist schön. Da die paar Schäfchen, wie viel hatten der? 1, 2, 3. Oh, und schon, das geht's ja. Gut. Man kann sich selber relativ schnell ficken, habe ich herausgefunden. Man kann sich relativ schnell ficken. Wie gesagt, ich habe zwar nicht so viel gespielt, aber ich habe zum Beispiel nie geschafft, einen Herrn auszubauen. Ich habe immer gedacht, warum kriege ich das nicht hin? Ich bin einfach zu blöd dafür. So, neue Nachricht. Baut eure Stadt und euer Herrenhaus auf. Ehe ihr in weitere Folge Anspruch auf die Region eurer Widersacher erhebt, wenn ihr die entsprechenden Vorkehrungen getroffen habt. Habt ihr erst einen Anspruch erhoben, solltet ihr kampfbereit sein. Gut, also, er sagt uns eh hier wieder To-Dos. Wir machen einfach mal so, schupp, weg. Auf Wiedersehen, brauchen wir nicht. Unnötig. Ich sitze so tief, ne? Ich sitze immer so extrem tief. Gut, die Kollegen brauchen was zu tun. So, schaut mal an. Wir sind hier hinten drin. Wir haben hier ein Eisenvorkommen, das ist geil. Hier haben wir einen Feldsteinvorkommen. Hier haben wir Wild, das ist mega. Und hier haben wir Bärenbüsche. Ich bin ehrlich gesagt intrigued, hier Holz und das Ganze umzuziehen. Sagen wir, dass wir hier das Dorf aufbauen, damit wir relativ kurze Wege zu allen Punkten haben. Das hier ist zum Beispiel für mich noch nicht so interessant. Wir haben zum Glück dominant Eisen und Wild. Finde ich mega geil. Wir haben einen normalen Bärenbusch. Hat hier irgendeine Nachbarschaft geile Bärenbüsche? Oh ja, hier. 128. Obwohl es wahrscheinlich relativ schnell unwichtig wird. Wichtig wäre Stein. Und das sehe ich hier. Mit nochmal einem großen Eisenvorkommen könnte das schmackhaft werden. Vor allem ist der Feind hier relativ nah an unserer Grenze und hat schon zwei Gebiete. Bedeutet, wir werden den Plan durchsetzen, zu sagen, wir werden hier unten wir bauen erstmal eine Straße. Kann ich eigentlich eine Straße hier durchsetzen? Okay, cool. Weil das Dorf hätte ich dann trotzdem hier irgendwie gebaut. Die Sache ist einfach, ich will schauen, dass wir so schnell wie möglich... ...die richtige Richtung annehmen. So. Dann... Holzfällerlager. Habe ich aus Versehen hier oben drüber gebaut? Nee, das ist Kosmetik. Ich bräuchte mal kurz den... Nee. Weil das habe ich nie geschafft zu bauen. Don't ask me why not. Ich habe es nie geschafft. Bei bestimmten Sachen bin ich zu hinkommen. Wo war der Scheiß... wo war der wieder? Warte mal. Nein. Nein. Armee brauche ich auch noch nicht. Straße einrasten. Irgendwo kann man doch abreißen. Bin ich gerade blöd? Kosmetik? Ich will dieses Stück Straße abreißen. What? Oha. Damit kannst du die Straßenspanne machen. Auch nicht schlecht. Okay, wurscht. Wir bauen jetzt trotzdem. Ich krieg das wieder weg. Ich sag's euch. Irgendwie krieg ich das wieder weg.
Nein, du startest hier oben. Dann. Bauen wir auch gleich mal hier unten einen Anbindebalken an der Ecke. Würde ich sagen. Die Zeit läuft, oder? Ah, ne, habe ich nicht. Grundsätzlich können wir eigentlich auch noch gleich die Lager dann errichten. Also jetzt zum Beispiel ein Speicher. Haben wir genug dafür? Und ein Lagerhaus. Ziel wäre es, alles relativ nah am Zentrum zu lassen. Dann geben wir jetzt hier mal ein bisschen Zeit vor. Und unsere kleinen Leutchen laufen schon. Jetzt kann ich hier reintäuschen mit der Sicht. Hallöchen, Freunde! Wie geht's uns denn heute? Zeig dein Gesicht, Junge! Will er nicht. Bin so hässlich! Könntest du wahrscheinlich auch so als RTS-Game oder so in der Art machen. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht, würde ich sagen, ne? Och, guck mal, Akku! Oder Ochse, wie man so schön sagt. Was ist mit Nippel? Was wollte der Typ mit Nippel? Fühlen Sie sich da nicht, sagen wir mal, entschuldigen Sie, Sie sind viel zu schnell für mich. Warten Sie mal. Fühlen Sie sich da nicht ein bisschen, verarscht? Wenn der über Nippel anfängt zu reden? Finde ich schon frech, oder? Hallo? Kann ich echt, ne, doch sieht er nicht noch. Doch, oh. Jupp. Oh. Okay, genug Scheiße gebaut. Sie traveln erstmal davor. Und ja, das ist ein weiter Weg, aber ich denke mal, eine Startlocation sich auszusuchen ist wichtig. Und wenn ich hier anfange, mein Dorfzentrum zu bauen, ein bisschen weit weg zum Beispiel vom Wild, was ja ein bisschen abgeschotteter sein sollte, genauso wie die Bärenbüsche, die ich einfach nicht übertrampeln will, dann setze ich mich an die Logistikrouten. Die Logistikrouten sind halt die zwei die Straße vor allem hier, die wieder nach hinten führt. Würde das hier enden, sollte am Ende vielleicht unser Dorfzentrum werden. Und dann können wir hier nach außen expandieren, anfangen. Ist halt einfach eine Sache der Zeit. Deswegen tun wir mal kurz vorspulen. Und ich nehme schnell noch ein Getränk aus meiner Riesenflasche. Gebäude fertiggestellt, Anbindebalken. Schön. Zum Glück kein Greenscreen und werde jetzt eine durchsichtige Flasche geworden. Ah! Ich hab mir gerade beim Zuschrauben die Hand geklebt. Ah, fucking shit of hell! Nachricht. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur, meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr steht davon ab, die Gerüchte und Verleugnungen zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Gezeichnet mit dem Siegel von Hildebold von Bärenreute. Zurückschreiben. Kommen wir zum Zurückschreiben. Moin! Was willst du? Eure Zeit ist gekommen. Ihr habt keine rechtmäßigen Ansprüche auf Selbitz und Hofstetten. Kann ich das schreiben? Nee. Absatz einfügen. Oder kann ich das rüberziehen? Lol, so kann man schreiben. Ha! Ich benötige Silber für meine Unternehmungen. Wenn ich das schreibe, würde er stinkig auf mich sein und mich nicht in Ruhe lassen. Deswegen lasse ich den erstmal in Ruhe, glaube ich. Das ist gleich die taktisch schlauste Sache. Schau mal, vielleicht kriege ich diesmal hin, ein ordentliches Spiel zu spielen. Was braucht ihr noch? Noch einen Baum. Oh ja, die müssen das jetzt natürlich von hinten ran schaffen. Aber wenn der fertig ist, können sie rein theoretisch den Arbeitsplatz fertig machen. Ich könnte natürlich mich taktisch gerade schon wieder in voll... Genau, weil ich habe ungeschützte Waren. Und deswegen würde ich gerne die Lager bauen. Direkt. Ich setze gleich mal zwei hier rein und ich kann, glaube ich, deine Area auch setzen, wenn ich mich nicht mehr weit irre. Aktuell hat er einen unbegrenzten Bereich. Wenn du es ein bisschen stolz in Zukunft ist das nicht schlecht.
Vorteil ist natürlich jetzt vor allem, Jakob Holzfäller entastet einen Baum. Aktuell haben die nämlich keinen. Ah, schau mal, er hat ein Bäumchen fertig gemacht. Das Gute ist nicht, wenn die Bäume haben, können wir das direkt für die Lager verwenden, die hier quasi um die Ecke sind. Und ich hoffe, dass der Ochse das checkt. Jawohl! Tut er! So will ich das, weil jetzt hat, müssen wir nicht 4 Kilometer weit fahren fürs Erste. Der Ochse kann es meinetwegen danach machen. Oder auch jetzt. Ist das... Wäre blöd, wenn nicht, weil dann kippt euer Haus um. So, der Speicher ist auch fertig. Wie viele Dorfbewohner haben wir denn? Zufrieden sind keine, weil Obdachlosigkeit. Aber das ist verständlich. Diese Ortschaft wird wachsen. Und gedeihen, bis ich sie verkack. Ganz simpel. Das Lagerhaus ist auch schon fertig. Super. Das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal Leute, die für die Bären auch zuständig sind. Bedeutet, wir bauen jetzt hier hinten einen... Ich wäre erst für Bärenbüsche, Sammlerhütte. Die sich so schön da reinschmiegt, genau. Und ja, das ist vielleicht eine Strecke. Das ist vielleicht ein bisschen weiter, als sich manche wünschen. Aber ich denke, taktisch gesehen ist das die richtige Entscheidung. Vor allem sind wir hier schön in der Strait, die wir nicht erstmal abreißen müssen. Hier haben wir direkt ein Steinvorkommen, das ist super. Also, ich glaube, ich habe es eh schon erklärt, aber dieses Eisenvorkommen finde ich super. Genauso wie die Tiere und die Bären, die wir hier wachsend haben. Wir sind in einer guten Position und das müssen wir ausnutzen. Sammelhütte wurde fertiggestellt, gut. Dann hätte ich gerne mindestens mal 2 Sammler. Zugewiesen, nicht zugewiesen. Oh, einer noch, oh fuck. Vielleicht sollte ich... Marktfläche für ihren Stand. Ich muss leider dich hier verringern. Und dann müssen wir gucken. Wir haben jetzt aktuell wie viel Holz? 15 Bauholz. Können wir eventuell direkt mal mit einem Wohngebäude starten? Und zwar, wir starten an der Hauptstraße. Und jetzt kommt der geilste Teil in diesem Spiel, finde ich. Du kannst das hier so richtig geil anpassen. Das sind jetzt 6 Gebäude. Ich reduziere auf 5. 5 ist so der Startanspruch und Baukosten sind 10 Holz. Dann haben wir alles. Dadurch, dass wir jetzt 3 frei haben oder 2 mindestens, können wir nicht nach einer Zeit anfangen, das Lager hier hinten aufzulösen. Das ja nur hier ist, weil wir es benötigen aktuell. Aber das können wir dann alles umziehen anfangen. Und hier liegt schon so viel Holz rum. Das ist super. Der will einen Marktplatz haben. Den müssen wir dann noch entscheiden, wo wir den hinsetzen werden. Vielleicht hier ganz cool. Das Geile ist auch, sobald da Häuser dran stehen, wachsen die Straßen. Und es schaut alles so wirklich so richtig schön dynamisch aus. Also das Spiel hat einen Stil von Grafik, den finde ich echt cool. Weil er einfach Möglichkeiten, finde ich, Möglichkeiten zeigt. Die man so normalerweise nicht wirklich sieht oder kennt. Ein Haus ist fertiggestellt, super. Wir brauchen 5 insgesamt. Ein weiteres Familienglied schließt sich einer niederländischen Familie an. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Leute bekommen, oder? Nee, oder? Noch nicht. Sondern wir machen gerade nur die Häuser. Jetzt sind wir aktuell noch ein Siedlerlager. Dann werden wir zu einem kleinen Dorf. Und durch dieses kleine Dorf wiederum kriegen wir den richtigen Status. Und das ist genau, was wir heraus wollen. Den Status, um das Herrenhaus zu bauen. Das Herrenhaus werde ich dann wahrscheinlich hier irgendwo so hinsetzen. Einfach ein bisschen weiter außerhalb von den restlichen. Peasants! Peasants! So, Siedlungsstufe erhöht. Ressource hinzugefügt. Neuentwicklung 2, genau. Genau, jetzt könnte ich... Jetzt erkennen wir eine Nachricht. Eine starke Miliz ist für das Überleben einer jeden Siedlung unerlässlich.
Glücklicherweise ist es gerade eine Waffenlieferung eingetroffen und ihr könnt nun eure erste Miliz erstellen, die für euch den Militärdienst leisten und das Volk beschützen. Sobald die Siedlung wächst, brauchen wir jedoch mehr Waffen, und um alle Menschen auszurüsten, entweder indem wir sie selbst herstellen oder aus anderen Ländern importieren. Der Krieg kann kommen. Wo sind meine Urukais? Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass die Stimme nicht so reduziert wird, wie sie sein sollte. Das könnte natürlich problematisch werden. Aber, das werden wir schon sehen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. So. Und jetzt können wir unten auf die Armee gehen. Hier hin. Und jetzt können wir eine Speermiliz bauen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Super. Aber was wir jetzt auch machen können. Wir können jetzt hier sagen. Ah, jetzt ist wieder die Frage, auf was gehe ich? Handelslogistik, also einrichten ein Handelslogistik kostet. Fallenstellen ermöglicht Jagen, das geschickte Auslegen. Das ist gut. Passives Fleischeinkommen finde ich so mal super. Jetzt müsste ich aber auch rein theoretisch mein Herrenhaus bauen können, oder? Ja. Nee. Also doch. Ich kann das Herrenhaus bauen. Hä? Oder habe ich einfach nie drauf geklickt, weil ich dieses blöde Lock sehe, erforderlich. Und immer warte, dass das verschwindet. Könnte eventuell auch gut gewesen sein. Was ich jetzt gleich machen will noch dazu. Weil es ist natürlich nicht alles God's Given und wir brauchen Nahrung. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wir werden ein Jägerlager errichten. Und zwar genau an der Grenze zu dem hier. Ich will ein bisschen keine geraden Straßen bauen, ein bisschen kurvig machen. Aber genauso mein Herrenhaus schon in Auftrag geben. Ja, wir müssen erstmal eine Brennholzhütte hier vorne noch hinsetzen. In die Ortschaft, damit es hier alles schön um die Ecke bleibt. Ein Schrein kann ich hier platzieren zum Beispiel. Oder Büsche entfernen. Okay. Handeln, genau. Das ist der Viehhandelsposten, das ist der Handelsposten. Die habe ich lustigerweise schon alles verwendet, aber das Herrenhaus habe ich noch nie in meinem Leben gehabt und habe mich immer gewundert, warum ich nichts machen kann. Hier ist es ein Klar, ne? Klar wie Kloßbrühe. Leute, das Haus hier. Oder wird es einfach fertig gebaut? Das sind nur Zelte, ne? So, und ihr bringt jetzt das ganze Holz aus dem Lager rüber, oder wie ist der Plan? Oh ja, guck mal. Gebäude fertig, Brennholzhütte, super. Oder ich kann einen nach hier verdammen. Wenn irgendjemand mal das hier als Baupriorität hoch sieht. Wäre das super. Wie viel Holz haben wir? 18. Weil wir brauchen natürlich noch mehr Häuser. Und die Sache ist, je mehr Hofstätten wir haben, desto mehr Dorfbewohner kriegen wir auch. Kannst du natürlich auch so zum Beispiel bauen. Ich baue jetzt lieber. Dann haben die nicht danach die Möglichkeit auf Werkstätten. Wenn du denen genug Platz gibst, können sie dir nämlich zum Beispiel Karotten anbauen und sowas. Und ein passives, weitere Getreide einnehmen, die du so nicht brauchst. Kann ich diesen blöden Anbelgen-Balken eigentlich abreißen? Dann müsste ja unsere Kuh nach da vorne kommen, oder mit unserer Ochse. Brennstoff, genau. Deswegen haben wir jetzt den hier. Damit der uns weitere Brennholz macht. Die sammeln jetzt das Zeug aus der Umgebung und machen uns Brennholz. Das ist super. Und hoffentlich eine Familie sich noch damit beschäftigt, Häuser zu bauen. Vorräte geschoben. Ja, das ist klar. Wir ziehen um und alles liegt da oben.
Ich habe noch aktuell keine Möglichkeit, jemanden einfach das Zeug zu liefern. Ach, schau mal, wie viel Holz wir schon abgerissen haben. Holy shit. Ah, das Spiel ist so hübsch. Da hätte man doch glatt Lust, oder? Wie viele Bären haben wir schon? Oh, wir haben ein richtiges Lager hier hinten. Ja, Marktstände braucht ihr. I know. Ihr wollt unbedingt einen Markt. Wenn ich den Markt immer finden würde, Marktplatz hier. Ist das? Ihr kriegt einfach den Marktplatz hier. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ein Gebäude Brennholzstand. Und dann werden sie Brennholz verkaufen. Da kommt der nächste Lebensmittelstand. Wahrscheinlich werden hier Beeren verkauft. Und schon geht das Getriebegetreiben los. Ein paar neue Häuser, das macht nicht dann die Möglichkeit, sobald du mehr Häuser hast, dass du normalerweise gleich neue Mitglieder in dein Dorf kriegst. Ich habe 10 Steine. Was brauche ich denn eigentlich alles für mein Herrenhaus? Weil das würde ich gerne relativ bald bauen. Ich brauche Holzplanken und Stein. Das würde ich gerne hier hinten so zum Beispiel platzieren. Da brauche ich natürlich Stein und alles. Das ist natürlich wieder so eine ganz andere Sache. Als hätten wir ein paar Häuser schon. Unsere Reise im Mittelalter beginnt. Und ich glaube, das sagt schon viel. In kürzester Zeit wird unser Dorf wachsen. Vorräte. Kann sich bitte die eine Familie, wenn sie sich schon um nichts anderes kümmert, die Nahrung aufholen? Bitte so ganz kurz. Ah. Ich hoffe mal, die holt die jetzt. Rein theoretisch. Wie Obdachlosigkeit. Leute, wir haben 15 Häuser. Wer zur Hölle ist bei uns obdachlos? Ach, zuvor. Das ist noch von vorher. Das sollte also gleich mal weggehen. Was gibt's hier? Schön Angebot. Oh, es gibt sogar Fleisch und Ding. Und dadurch, dass wir denen den Perk gegeben haben, sollten sie auch dauerhaft Passivnahrung einnehmen, ne? Das ist natürlich eine feine Sache. Weil Fleisch und ein paar Beeren... Bestimmt ein lecker Abendessen, ich sag's euch. Bestimmt sehr deliziös. Sehr deliziös. Ich mag unser kleines Dorf. Es ist zwar aktuell nur eine Straße, aber das wird noch. Das wird noch. Schau mal, wie ich in dem Spiel mit Städtebau mich rankrieg. Wollt ihr eventuell euch mal eher um den Bereich kümmern? Das wäre sehr lieb. Bald müssen wir eh wahrscheinlich das Ganze ein bisschen ausweiten. Dann wird die Straße hier reinkommen, weil wir dann hier eine Straße durchziehen nach da drüben für den Holzfäller wieder. So, also jetzt sind schon mal viele Sachen hier drin. Wir machen aber die Lebensmittel hier hinten noch so. Das sind Vorräte. Die Lebensmittel sind schon weg. Bloß ich habe keine Mitarbeiter aktuell noch. Wir sind jetzt schon beim Lebensmittel auf dem Markt plus 5. Es muss nur noch die Obdachlosigkeit von davor weg. Allgemeines Lager voll. Achso, weil wir... Dann brauchen wir aktuell keinen Holzfäller und du kannst dich hiermit beschäftigen, oder? Ein Banditenlager wurde entdeckt, aber nicht in unserem Gebiet. Nein, weit weg. Super. Absolut kein Stress, keine Probleme. Das schaffen wir schon. Wie immer. We will prevail. Solange wir es richtig machen. So, arbeiten die jetzt bitte daran, das Ganze zu besorgen. Ja, wir haben hier ein bisschen Fleisch. Tierkadaver, vorübergehende Ressource. Ah, das ist, wenn wir... Ja, okay.
Transportiert heute. Wichtig, dass da irgendwelche Leute das da hinten wegholen. Das sind teure Ressourcen. So. Sind jetzt keine Lebensmittel auf dem Markt oder was? Doch. Diese minus 4 machen wir noch zu schaffen. Das finde ich ein bisschen eklig. Ach, ah, da liefern sie die ganzen Ressourcen. Aber dann ist da hinten das Lager leer, wisst ihr? Wenn die leer sind, dann sind wir nicht gut dabei. Und wir holen hier die Ressourcen überall ab. Es wird alles zentral gelagert. Das sollte uns gut tun in dem Fall. Fünf Familien haben wir eigentlich. Mit 10 Leuten und 10 Männern und 5 Frauen. Ja, langsam und sicher, denke ich mal, wird unser Dorf dann wachsen. Je nachdem, was wir brauchen, werden unsere Leute arbeiten. So simpel ist das. Nach einer Zeit wird unser Herrenhaus auch kommen. Alles mit seiner Zeit. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge Bannerlords. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen excited auf diese Serie. Wir werden uns in der nächsten Folge dann schon mit wahrscheinlich ein paar kleinen Cuts beschäftigen, weil einfach, ich denke am Anfang, ja, es wird viel ruhig gehen, aber vielleicht kann ich ein paar Cuts machen. Schauen wir mal, wie dann die Folgen grundsätzlich werden, auch in Zukunft. Ich bin gespannt, was ich vom Cut noch lernen kann. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.